im Flüsterforst befindest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich zockt das Murmeltier. Heute geht's wieder weiter mit Paper Mario, der Origami-Falter König. Na, kommen die ganzen Lappen auch wieder raus. In der letzten Folge wollten wir eine Bohne zum Auftrocknen, Aufblühen bringen. Die war etwas trocken, die Bohne. Wir wollten sie befeuchten. Untersuchen. Das ist die Quelle, die wir gesehen haben. Ja, in der letzten Folge, wo alles Mögliche rausgekommen ist, ne? Normalerweise würde ich ja so das nie vorschlagen, aber vielleicht sollten wir es hineinwerfen. Fangen wir mal an mit dem Pilz. Ob dieser vertrocknete Pilz nur für das Level ist oder man immer solche Dinge findet und wieder zurückrennen darf. Wow, ein normaler Pilz. Let's go. Wop, die Bohne. Let's go. Da ganz groß Bohnen gemacht. Mal gucken. Das soll eine Bohne sein? Bohnen sind nicht so rund, oder? Dei, Korn, Korn. Der Korn ist auch nicht rund. Die sind immer kornförmig. Ey! Ich wollte noch die Blume machen. Er ist verletzt, naja. Hat er verdient, die Sau. Kann ich die Bohne dann nochmal reinwerfen? Ah, eine freche Feuerblume. Feuerblume beschießt eine Reihe Gegner mit lodernden Feuerwehr. Kann ich da noch was rein? Die Bohne nochmal reinwerfen? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre. Schade. Keine Ahnung, ich habe versucht, die Einstellung zu finden, in der man es umfixen kann. Lol. Irgendwas rollt da hinten im Dickicht. Sind das Gumbas? Du liebe Güte. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, also. Ich würde sagen. Dem hat sich die Sprache verschlagen. Gefahr der Stumpftrunk. Alter, du und ich wissen beide ganz genau, wie man das repariert. Also tu mich nicht so oder speise mich nicht mit Textboxen zu. Alter Schwede, dass man sowas nicht skippen kann, ist unglaublich. Kann ich da reinfallen? Ja, kann ich. Hey, das ist was wert. So, 1, 2, 3, 4. So, du alter Sack. Ja, was passiert? Angefühlt, als hätte wieder so ein Jungspund an mir herumgesägt. Das hat mich wohl einfach mein Gedächtnis im Stich gelassen. Ach. Ah ja, ich glaube, das waren solche riesigen, schmutzigen Gumbas. Oh ja, ich muss niesen. Okay. Gut, das ist nicht mehr ausgehöhlt, aber ganz energiegeladen sieht er auch nicht aus. So, jetzt gib ihm die Bohne und jetzt Ruhe da, Alter. Ich will mal endlich weitermachen. Ein paar Sekunden später. Ich hasse es, ob du das nicht findest, wenn du sie. Ich hasse es. Nintendo. Als ob, dann hätte ich selbst noch die Musik gehabt. Wow. Ja, moin, Alter. Wahrscheinlich hat er Viagra genommen, ne? Ui, Wahnsinn. Oh, Alter. Halt die Fresse. Arschloch. Was fängt ihr einfach an zu singen? Erstmal labern die da aus dem Wald. Nee, das ging mir schon auf den Sack. Aber das war die Krönung. Noch ein Speicherblock. Bam. Warum kann ich den hier umhauen und den nicht? Ah ja, ein Lappen. Oho, was ist das denn? Ist da wohl irgendjemand zu tief gefallen? Ja, wunderbar. Da Moment mal, so sieht ein Tod aus. Meine Fresse, den ganzen Weg hierher und dann ist das so ein Jammerlappen. Das ist schon besser. Jetzt müsst ihr nur noch jemanden wieder den Kopf zurechtrücken. Ja, nur den Osteopathen holen, ne? Jetzt bin ich geplättet, vielen Dank. Entschuldigen, aber wer hat sie denn so geknickt?
Das war das Finanzamt, weil ich nicht gezahlt habe. Ich hatte einfach kein Geld, um die Steuern zu zahlen. Und dann standen die vor meiner Tür und jetzt bin ich hier aufgewacht. War jetzt seine Befreiung unbedingt notwendig oder hätte man das auch sein lassen können? Hätte ich ihn mal lieber stecken lassen. Das habe ich gehört durch deinen Nicken. Naja. Während eines Kampfes Y drückst, feuern wir dich an. Und je mehr von uns anfeuern. Ach man, jetzt gibt's einen Boni, wenn man die befreit. Ah ja, fürs Anfeuern erheben wir eine kleine Gebühr. Okay, das war das letzte Mal. Kann mal jemand das Gedüdel ausschalten? Das nervt. Ja, es geht wirklich. Verdien, du Scheißding. Ein Gumba auf einer Schaukel. Okay, der ist aggressiv auf mich. Und hier drin ist gar nichts. Hier hinten auch nichts. Ja, hier ist auch nichts. Ah, da war was. Öffnen. Ah ja. So, das kann man doch sicher auch öffnen. Lappen. Halt deine Fresse. Angriff. Wie viel macht der Sprungschaden? 3, also immer mit dem Hammer angreifen. Wow, wieder Lappen anordnen, würde ich sagen. Was nur einmal kann ich sie anordnen? Das ist gemein. Ah ne, das passt. Toll angeordnet! Ich habe wieder 2 Aktionen, also. Y. Oder wie ging das? Und wie kann ich jetzt. Wie kann ich jetzt Y drücken? Ich kann kein Y drücken, ich weiß nicht, wovon das abhängt. Hier auch kein Y und hier auch kein Y. Nun super! Ich hab mal kein Exzellent geschafft! Das gibt gleich ein Dislike! Was ist da denn los? Vor allem, warum ist da nur ein Tor? Wir haben doch gerade noch einen zweiten befreit. Ah. Ein Bleche, etwas Dings, um an den Fragezeichenblock ranzukommen. Wenigstens den Items hier was wert. Nicht so wie ein Color Splash, wo man über die Item boxen. Gibt eine Menge Coins dafür. Oh. Ja, gut. Ein Tausi. Ein Taui in der Spielhof verspielt. Schnauze halten. Was wurde hier eigentlich nicht aus gefatter Stumpftrunk besoffener Trinker gemacht? Was war da? Du musst müde sein, Mario. Möchtest du dich vielleicht auf der Bank etwas ausruhen? Wo sehe ich das denn? Alter. Also Nintendo, ne? Was passiert denn jetzt? Gleich fliegen wir jetzt da runter oder was? Ja, Corona-Abstand halten, ne? Ah ja, endlich mein Päuschen. Ah. Hey Mario, du staunst du was, ne? Ich bin ja froh, dass. Oh. Würde man auch noch so viel Lebenszeit zurückbekommen durch Hinsetzen, ne? Steckt noch ein Lappen drin, ne? So. Jetzt haben wir fast gar keine Dinger mehr. Müssen wir wieder mal ein wildes Gumba erlegen, damit das. Na komm, ich zieh dich raus da. Oh, vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich nochmal Feuerholz schlagen wollte. Ja, du siehst ein bisschen geknickt aus, ne? Ah, zum Brennen. Brennt ihn auf, den Mistkerl. Untersuchen. Alter. Wir waren mal Bäume, aber aber mach dir keinen Gedanken, wir werden zu Asche und dann wachsen neue Bäume. Wow. Nintendo so kinderfreundlich nach dem Motto. Lappen. Hab dich. Was machen Vierradli? Na, wie drehen die Lappen sich? Aber jetzt ist mal wieder 2 Aktionen, also mit einer schafft man es nicht. So. Wieder toll angeordnet. Also, wann wir jemals im Kampf gehittet werden. Also, wo kann man jetzt mal Y drücken? Ich kann die Kamera drehen, oder wo kann ich das? Ich
Ich weiß jetzt nicht, wo man die Y drücken kann. Aber das war eben wieder nun super. Das bedeutet, dass man nicht mal die Reihenangriffe verkackt. Also. Ah, ist wieder nur Spitze, Alter. Ich glaube wirklich, dass das Spiel anspruchsvoller wird. Kann das sein? Und ich glaube, die Facecams könnte mal etwas weiter nach da. Und etwas kleiner. So ist gut. Also, hier ist noch ein Loch und da ist noch ein Goomba. Aber ich glaube, das wird wirklich etwas anspruchsvoller. Im ersten Part haben wir dadurch einmal verkackt und jetzt auf einmal. Das ist sogar direkt auf uns drauf. Na, was ist da los? Ja. Hat aber keinen guten Gesichtsausdruck gemacht, als wir wieder auf den Schädel gehauen haben. Aber das ist wieder nur einer in der Bühne. Wow. Wieder zwei, ne? So, der kommt hier so hin. Oder? Nee, der kommt da hin. Fast hätte ich nicht toll angeordnet. War schon knapp. So, zweimal stiefeln wir jetzt. Und wieder nur Exzellenz mit dem Stiefel. Im Hammer ist das etwas schwerer. Aber da muss man auch nicht so oft drücken. Weiß nicht, ob das denn besser ist. Aber, ja. So, wir haben wieder mal nur die perfekten Modi rausgehauen. Ordnungsbonus. Es gibt einen Ordnungsbonus. Wieder genügend Schnipsel, um den Kasten auf grün zu machen. Ich bin jetzt daraus. Wieder ziehen. Ah, vielen Dank. Ich war diesem Baumstamm klar unterlegen. Ja. Tot sind Lappen. So. Wie komme ich jetzt? Die muss ich echt Schnauze halten. Was ist das hier eigentlich auf dem Tisch? Ah! Lol. Ich hätte schon befürchtet, dass mein schmackhaftes Ende sein könnte. Ja, was esst ihr eigentlich? Esst ihr auch Papier? Ist es nicht ein bisschen kannibalisch? Irgendwie verbrennt Papier. Na gut. Das kann man jetzt so und so sehen. Fleisch isst man ja auch. Guck mal noch an, was für ein Papier das ist, ne? Lass das Scheißding. Die Schnauze. Noch ein Abfallhaufen. Ich erwarte, dass ich angefeuert werde im Kampf. Unsichtbare Fantasiefreunde. Ja, genau. Einfach X und kannst echte Freunde sprechen. Ja, du hast auch einen unsichtbaren Fantasiefreund, ne? So. Da fehlen Blumen drin. Mal sehen, ob das wirklich... Komm, sag mir, dass ich richtig liege, sonst blamier ich mich. Irgendein Geheimnis ist es da mit diesen Blumentöpfen. Lass mich raten, du hast dich zum Holz gesellt. Er hat sogar eine Doppelknickung. Kann ich auch wieder untersuchen, ne? Damit wieder ganz viele Baumstämme ansprechen. Komm, give me. Oi, das war 100% des Flüsterforts. Let's go, Alter. Dafür gibt's da gleich mein Sternchen. Was ist im Fragezeichen? Ein 100er Eier. Alter Scheiße. Ich hätte wirklich gedacht, dass man manchmal gute Dinge dabei rausbekommt, aber. Nee, man wird enttäuscht. Nur enttäuscht. So, was hat das jetzt mit diesen Blumenpötten auf sich? Ich hab Hunger. Da fehlt eine Blume. Das ist ein Geheimnis, das wir noch nicht lösen können? Ist was, mein Bewohner ist gerade nicht zu mir, also zu Hause. Er ist weit weg und das schon ganze Weile. Ich brenne nicht ab am Lackheuer, ey. Anscheinend kommen wir hier nicht weiter. Das sieht verdächtig aus. Ah ja. Ah, guck da, ne? Perfekt, haben wir gebraucht. Ah, das hat nicht ganz voll gemacht, ne? Wo ist es mir? Die Granny Marshmallows. Anfeuern und reinhauen. Willkommen im Todskrill-Paradies. Unser Holz ist Feuer und Flamme. Wenn das die Bäume lesen würden, ne? Jetzt da nicht runterfallen, weiter geht's. Ich habe keinen Bock, dass mich noch ein Schild anspricht. Toe Town.
Speichervorgang. Weiter geht es in die Olja. Na, ewig langer Ladebildschirm. Zu langer Ladebildschirm. Brauchen eigentlich viel mehr Schnipsel. Man bekommt jetzt hier auch irgendwie drei Viecher, die einen Gumba-Stapel bewachen. Flachpapier-Alarm. Die werden zusammengefaltet. Sind das jetzt vier Gumbas? Scharenschlacht? Na, was darf ich jetzt hier erwarten? Das erste Mal, dass der Gegner auch angreift im Kampf? Sieh mal nach oben, mehr schwächliche kleine Gumbas, aber nichts leichter als das. Ordner sie einfach in einer Linie an und macht sie mit einem schnellen Sprungattacke platt. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Egal, welcher Ring du drehst, ein Gumba steht nicht in der Reihe. Mir wird's langsam schwindelig, lass uns mal mit dem Drehen aufhören und gut nachdenken. Ah, jetzt kommt eben mal Taktik ins Spiel. Ich glaube, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, Gegner in der Arena zu bewegen. Jetzt kann man die auch vor und zurück bewegen, oder was? Und zwar schlurfen. Nein, Moment, schleifen. Schlendern? Schlafen? Was nicht? Jetzt weiß ich, schieben. Aha, schieb, schieb. Aber man kann jede in der Reihe drehen, aber man kann die Fehler auch in einer geraden Linie verschieben. Ah, die Felder. Drücke dazu zuerst L oder R zum Drehen oder zum Schieben zu wechseln. Perfekt. Jetzt steuerst du die gerade Linie von Feldern und keinen Ring mehr. Wähle mit L die Reihe, die du verschieben möchtest und drücke A, um zu bestätigen. Okay, und jetzt schiebe. Manche werden gerade Linie. Okay, ach so, jetzt verstehe ich das. Kann hier. Alter, das wird irgendwann so taktisch werden. So, perfekt. Oh, ey, ich sag's dir, ich weiß nicht, wenn das erstmal kommt, wird das was wirklich verdenken werden. Oder weil es erstmal kommt, dass der Gegner wirklich angreift. So, wieder ein paar Stiefelchen. Also, keine. Nicht so leicht, dass das. Man kann sagen, das ist nicht die Taktik, die Timings gut auszuführen. Ah, noch jemand. Sondern halt wirklich nur, das in der vorgegebenen Zeit richtig einzuordnen. Und, keine Ahnung. Wie wird es eigentlich beim Bosskampf später sein? Ey. Perfekt, wieder toll angeordnet. Toll angeordnet, das bedeutet normalerweise wieder Sprung 9 Damage machen, ne? Boah, also das Timing ist kein Problem, das ist nicht so wie ein Color Splash. Ah, 500 Münzen? Ja, kommt hin. Ja, 516. War mal wieder irgendwas sonst noch dran. So, mal sehen, ob es ein Partnersystem gibt mit diesen Gumbas oder ob man den auch noch mal hat. Wir sind gerettet. Was hatte diese Gumbas mit uns vor? Ja, ganz schmutzige Dinge. Sie wollten euch in einen Süßigkeitenwagen einladen. Fensterloser Kastenwagen, ne? Vielleicht sollten wir für eine Weile unsere die Differenzen begraben. Wir sind alle aus Papier, müssen aufeinander aufpassen. Also dann tun wir es zusammen. Stapeln gegen Falten. Los geht's. Können wir auch mit denen irgendwie interagieren, dass sie uns im Kampf unterstützen? Oder ist das wirklich nur so nach dem Motto... Ja, nur weil du uns jetzt gerettet hast und wir beide sie hassen, bedeutet das jetzt übersetzt, dass wir uns nicht von dir platt machen lassen wollen. Genau. So. Alter, was sind das für unheimliche Gumbas da im Hintergrund? Wahrscheinlich machen die diese Löcher da rein. Und wieder 7 Damage unnötig kassiert. Kann man auf der Kante stehen? Nein, man kann nicht auf der Kante stehen. Und wieder 7 Damage unnötig kassiert. Oh komm, das ist doch lächerlich. Wir haben nur noch halbe Leben. Hoffentlich kommt gleich nochmal eine Sitzbank. Umgebung. Ja, für ein 100er halt doch dein Maul. So. Noch ein Loch zu stopfen. Eigentlich brauchen wir wieder ein paar Schnipseschen.
Na, Schnipschen sammeln. Und ab in Towtown rein. Außer noch. Ja, noch ein Secret für alle aufmerksamen Spieler. Jetzt kommt was Geiles. Ja, kann ich gebrauchen. So. Hauen wir jetzt den Gumbas ein aufs Maul. Oh, die Aufnahme geht schon 22 Minuten. Dann wäre es jetzt auch mal gut, Feierabend zu machen. Oh, schau dir mal diese große Lehrerstelle an. Mein Bruder war wohl hier und ich bin mir sicher. Ja, hier ist eine Schrift unter ich war. Moment mal. Ach ja, endlich mal die Gummersfressen da rein. Spiel meine Augen einen Streich. Diese Kreatur wirklich groß. Löcher. Fressen die da Löcher rein und deshalb kommen da solche Dinger? Egal. Frisst es da etwa? Ihr geht. Es frisst das Haus. Vielleicht haben wir diese Dinger, die Löcher überall zu verdanken. Wie fressen kann man eigentlich sein? Digga, das Nintendo Game, ne, ist wieder so unheimlich, as fuck. Warte mal, schau mal auf diese Rücken von diesem Monster. Da ist ja ein Siegel mit dem Gesicht meines Bruders drauf. Wahrscheinlich ein Gütesiegel. Ich frage mich, ob es dieses Ding irgendwie erschaffen hat. Nee, du, das ist wahrscheinlich allein entstanden. Aber dem hauen wir noch aufs Maul. Und dann ist Feierabend. Vorher speichern wir noch. Solange du es schaffst, mit dem Hammer das kleine Siegel auf seinem Rücken zu erwischen, ist alles gut, Mario. Ah. Solange. Ja, danke, Fabian. Fabian, nicht. Perfekt. Bitte sag jetzt nicht, das wird ein normaler Gumba. Treffer, es klappt. Geh kaputt, Alter. Ah, ich bin fast tot. Halt dein Maul, ich will speichern. Andy ist tot. Oh, es gab Leben dafür. Schade, ich hätte nicht gedacht, dass es in einen Kampf geht, aber anscheinend gibt es sowas nicht. Naja, Leute. Dann würde ich mal sagen, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Das ist auch perfekt neben dem Speicherblock. Ich speichere an der Stelle, wünsche euch wieder ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, täglich zockt das Murmeltier. Alle. Ciao, ciao. Drop it.